natürlich frage, ist, was macht die da oben, die Röhre? Ich probiere mal was. Ganz ehrlich, da oben war ich noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wie ich hochkomme. Also Wind herkommen. Oh, nein, das hat noch nicht gereicht. Ah! Ich will das Gerutsche. Also. Ich mach's von hier aus. So. Hoch! Und dann Walljumpen. Okay. Noch besser abpassen. In Ordnung. Müssen wir hinkriegen. Wow. Ah, nein. Noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwas Interessantes gibt. Also, probier es aus. So. Hopp, hoch. Oh, warum geht das nicht? Muss ich noch früher anfangen anscheinend. Ich habe ja Zeit, wenn ich den ersten Walljump gemacht habe. Das ist auch wirklich sehr knapp. Wow. Okay. Time Limit. Doch, das kriegen wir noch hin. Ach, das war doof. Nein. Ich mach noch bis unter 70. Also ich... Ach, ein Versuch noch, so. Ansonsten beende ich dieses grausige Level. Okay, gut. Ich will jetzt nicht wegen Time Limit sterben, also rein da. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier zur Kanone vom Level 2, von der zweiten Welt geht. Oh, okay. Egal, egal. Das schlimmste Level überhaupt ist überstanden. Puh. Ja, hier suche ich mir dann noch raus. Beziehungsweise probiere mit ein paar Leben noch die Welt komplett zu schaffen. Also die ganzen Münzen noch zu holen. Dann nehme ich das nur ganz schnell auf. Also nur die Teile daraus. Denke ich mal. Okay. Nächstes Level. Welt 2.5. 2.5. Okay. Oh, Poki! Hey, Poki! Und wer passt am besten zu Poki? Oh, dieser Wind ist nicht mehr. Das ist so cool. Das beides müssen Brüder sein. Der eine hat... Der eine ist zu klein und der andere ist viel zu groß. Wenn man mal... Autsch. Drauf achtet, die Pokis sind... Ja, schön. Die Pokis sind ab und an mal so in Blattform. Da, also man kann entweder ein Stück essen oder man kann... Moment. Einen Kopf essen. Oder man isst das ganze Ding, wenn die in dieser Plattform sind. Dann kriegt man Belohnung von Yoshi. Lakitu! Ah, böser Lakitu. Hopp, hopp. Nein, aha, Yoshi. Wow, wow, wow. Nein, ich will Yoshi nicht verlieren. Yoshi ist viel zu wichtig. Na. Na. Komm schon, Lakitu. Du hast etwas, was ich haben will. Nein. Ah. Aber gut, dass die hier solche Stopper hingetan haben. Yoshi, kommst du? Komm. Du dummes Pferd. Ja, komm. Ah, okay. Na. Ich bin so ein Trottel. Das habe ich noch nie hingekriegt. Cool. Und ja. Anscheinend ist Lakitu zufrieden, wenn er 4 Stachis abgesetzt hat. Hm. Also im Bild. Gut, kein Problem, ich wollte mich eh umbringen. Das lief schlecht. Ich nehme mal noch einen Pilz. Okay, ich gelobe Besserung. Konzentrier dich, konzentrier dich. Okay, so. Ups. Ist hier noch ein Power-Up irgendwo versteckt? Kleines Power-Up für mich. Nein. Wow, rüber hier. Ich kann mir vorstellen, dass man auch drauf springen kann auf die, wenn die so die Stacheln haben. Aber es lohnt sich viel mehr, ihn komplett einzuessen. Oh, sogar ein Leben. Wow. Das war dumm.
Das wollte ich gar nicht. Ach, okay. Blöde Wii-Fernbedienung. Gut. Bewege ich. Konzentriere mich. Bringt eh nicht. Ah, so. Wie machen wir das am besten? Mensch, im ganzen Level braucht man Yoshi. Das ist... das ist echt wichtig. Versuch Nummer 3. Wie kriege ich das hin, dass ich Lakitu ordentlich besiegen kann? Ich meine, das ist wirklich einer der schwierigsten Charaktere im ganzen Spiel. Okay. Hier rüber. Hier hoch. Hier rüber. Yoshi. Und Blatt. Und noch ein Leben. Du gibst mir noch ein Power-Up. Zack. Pilz ist nun nicht gerade das, was ich haben wollte. Aber egal. Das passt schon. So. Jetzt aber. Ha! Yessa! Ich habe jetzt einen Yoshi und eine Wolke. Haha. Und hier ist die erste Münze versteckt. Deswegen, ganz wichtig. Wow. Na gut, da war ein Leben drin. Egal. So. Wir haben Yoshi noch. Aber aufpassen, die Lakitus kommen wieder. Wow. Nein. Nein. Ja, komm. Ha. Und wieder eine Wolke. Oh, aber hier sind nur Münzen anscheinend. So. Nehmen wir noch den Mittelpunkt mit. Die Pflanze. Und mit Yoshi kann man hier runter. Oh, wow. Und hier runter. Okay. So war das gedacht. Okay. Das hier ist ein Leuchtblock, den ich mit Yoshi auch nehmen kann. Interessanterweise habe ich dann auch die den Leuchtradius. Also, ihr seht schon, stehen noch dunkle Level bevor. Und hier ist Münze Nummer 2. Und rein da. Okay. Und wieder Lakitu. Hey, wir haben dich nicht vermisst. Haha. Wow. Wow. Ah. Zweites Yoshi, ey. Moment. Geht so verdächtig nach oben. Überprüfen wir doch mal. Nö, nur Münzen. Und was hier drin? Wow. Ha. Nein. Ah, okay. Wir brauchen noch eine Wolke. Verwandelt euch. Na egal. So geht auch. Okay. Komm, Blume. Nur ein paar Münzen. Weil der Poki sehr klein war. Ah, hier gibt's es also bloß. Gibt's also bloß die Wolke. Okay, und herkommen. Diesmal schneller. Bei dich. Die Wolke ist so cool. Das Gesicht sieht geil aus. Yoshi drauf. Was wünscht man sich eigentlich mehr? Tja, gar nichts, würde ich sagen. Und Yoshi-Sprung. One-up. Gut. Nach 3 Versuche das Level doch noch recht passabel. Tschüss, Yoshi. Absolviert. Immerhin. Muss ich die Blamage vom Level davor, muss ich ja wieder gut machen. So, jetzt könnten wir schon nach hoch und zum Schloss. Allerdings geht es erstmal in die Welt 2.6. Ich meine, warum sollte man einen Shortcut, also eine Abkürzung... Ach du meine Güte. Warum sollte man eine Abkürzung in die fünfte Welt nehmen? Dann nimmt man sich ja das halbe Spiel. Okay. Boah, ich will den haben. Dann fühle ich mich erstmal ein bisschen sicherer. Ein riesen pinker Block. Und ich hab's schon wieder geschafft. Ich Trottel.
Leider ist